weil sie sich umbringen, weil die anderen genau Gegenteil sind. Genau, weil, ja, genau. Also du sagst ja, oder? Ja, natürlich, weil Allah Okay. selber Ich sagt, sage wenn nein, aber er du sagst ihr ja. die. Allah Guck sagt mal ja jetzt. selber, wenn ihr Muslime, die Christen und Juden zu Freunden nehmt und Beschützer, dann seid ihr einer von ihnen. Ihr seid raus aus dem Islam. Falsch, Bruder, Allah, falsch. Ich kann nicht wegen einem Glauben jetzt Menschen umbringen anfangen und so. Warum ist das dann nicht so? Wieso gibt es dann Menschen, die den Islam Und das tun nahekommen ja und die den. ganzen Muslime, die in Deutschland sind, in Nein, Europa. Bruder. Die haben alle christliche Freunde. Und die wissen nicht, dass Allah das macht. Ihr gehört zu ihnen. Haben nicht einmal in ihrem Leben eine Seite von Koran gelesen. Ja, Bruder, es ist auf jeden Fall Diskussionssache, ja? Hast du schon mal mit einem Gelernten darüber diskutiert? Was soll denn Gelehrte machen? Der muss ja auch selber die Tafsire aufschlagen. Ja, aber der kennt sich auch, der weiß, wovon er redet. Er hat auf jeden Fall auf alles eine Antwort. Ja, nimm mal zum Beispiel Abul Bara, das ist ein Gelehrter. Der hat Ahnung. Nimm mal und sag mal, gib mir mal die Tafsir, beziehungsweise die Erklärung zu Sure 9, Vers 29. Und dann sagt er, ja, ich muss selber nachgucken bei Al-Qurtubi, At-Tabari. Er muss selber die Bücher aufschlagen. Aber wieso schlagt er sie nach, Bruder? Weil er keine. Weil er Angst hat. Er hat Nein, Angst vor Bruder, der einen deutschen Moment. Gesellschaft kaputt gemacht zu werden. Aber warte, Bruder, das ist eine Ansichtssache, weil ein Mensch wie er will keine. Einzigstand. Er will Wahrheiten sagen, deshalb liest er nochmal, bevor er etwas sagt, was nicht so ist. Nein, er Was meinst du, beantwortet mit dieser was Art und meinst du, Weise. wenn, was meinst du, wenn der Abul Bala ehrlich wäre, den Tafsir von Ibn Kathir zitiert, Al-Qurtubi, Al-Tabari, Al-Jalalayn und die Hardcore-Bestandteile der deutschen Gesellschaft eins zu eins wiedergeben würde, was Mohammed da von ihm verlangt, die würden ihn Ansichtssache bei einsperren. dir. Wallah, die Das ist doch lachen keine sich kaputt. Ansichtssache. Das ist doch Ja, ist keine das nach. Ansichtssache. Ah, Bruder, Wenn guck mal, Allah ich kann Befehle gibt im Koran und seine und Mohammed die Befehle des Korans erläutert für die Muslime, was damit gemeint ist, dann musst du es annehmen. Du kannst nicht einfach auf einmal Islam selber sozusagen wiedergeben Aber nach deinen Bruder, Gelüsten. guck mal, wenn ich in eurem Kopf bin, muss ich jedem Moslem, den ich begegne, sagen, du kehr zu unserem Gott, das ist nicht gut, was du machst. Das ist doch auch nicht moralisch abgesehen. Bruder, das ist doch nicht korrekt, sowas. So. Ja, Ich aber kann du, doch nicht das ist jedem deine Moslem Religion. sagen, wechsel dein Gott. Weißt du, dass wenn ein Moslem aufhört zu beten, dass er getötet werden muss? Hat der Damals Mohammed vielleicht. gesagt? Oder ihr redet von alten Zeiten, das wird heute nicht mehr so gemacht. Wie damals. Bruder, Islam ist doch nicht wie okay. damals. Islam ist Eine doch für Frage. heute. Ex-Muslim, warum lebst du noch? Warum bist du nicht tot? Ich bin halt fast zweimal getötet worden, Mann. Gott ist es, der auf mich aufgepasst hat. Wie werdest du getötet? Erzähl mal ein bisschen. Ja, wie? Erzähl mal ein bisschen. Das ging durch die ganze Welt, ging das, diese Nachricht. Habe ich noch nie gehört, Ach, du hast Bruder. nie gehört, dass sie versucht haben, mich zu ermorden. Bruder, ich kenne dich nicht mal. Ich habe dich hier erst mal jetzt. Ja, dann kannst du Ja, mal dann googeln muss mal gehen, was da eingeben. abgeht. Ich weiß Kannst du gar nicht, wie eingeben, bin ich Bruder. Ex-Muslim, Ich habe dich hier einfach Terroranschlag. gefunden. Ich habe nur deinen Namen gelesen, dann dachte ich mir, du bist interessant. Ich komme mal rein, hör mal zu und Es gib mal wollte meine den Armen Meinung. hier zweimal ermorden. Nochmal? Die IS hat Leute geschickt. Die IS hat Leute geschickt, den Armen hier zu ermorden zweimal. Und Ja, Bruder. die Polizei, beziehungsweise die Kriminalpolizei hat die jedes Mal Aber wir sind erwischt. nicht die IS, wir sind gegen Krieg, Bruder. Ich bin gar nicht für sowas. Man soll Frieden leben, Bruder. Ich schade ungern einem Menschen, verstehst du, Bruder? Das ist dieser Sinn des Lebens. Das ist der Sinn Was des hat denn, Lebens. ja, aber so nach deiner Einstellung, ja, deine Einstellung ist eine Einstellung, die zum Herrn Jesus, wo du zum Ja, Herrn Jesus das gehen musst. Das passt dann zum Herrn Jesus, Ja. zum Friedlichen, was du hast. Es passt Du bist nicht zum eigentlich ein Islam. Christ. Hey, Jungs, hört auf zu reden, ja. Der sagt zu mir, Christian. Ja. Musti, du Und bist eigentlich ein Christ von deiner Auffassung her. ihr seid Moslems, meine Brüder. Nein. Natürlich, ihr seid Aber eigentlich es ist die Wahrheit, Christen. leider. Du hast ein Widerrufrecht Ja. auf Islam zwingen, von den Schutzgeld nehmen. In Sure 47, Vers 4 verlangte Allah, dass du von Leuten so Schutzgeld nehmen sollst.
um die Zone freizulassen, müssten die Leute Geld bezahlen. Enthaupten, ja. Und dann sonst enthaupten. Ja, sonst enthaupten. Ja. Lösegeld verlangen, ja. Das, was die Terroristen immer wieder zeigen, machen, dass sie Lösegeld verlangen, sonst Kopf ab. Das ist Sure 47, Vers 4. Kennst aber du das? Bruder, hast du das schon mal gelesen, diesen Vers? Eine Frage habe ich an dich. Ja, natürlich, ich bin hier. Ich wollte dich nur ausreden lassen. Ich unterbreche ungern Menschen. Ja. Du sagst doch okay. Umbringen also und sonst Sure 47, Vers 4. Ein Moment, Bruder. Ein Gelernter bringt doch auch niemanden um. Ein Gelernter. Wir reden hier von einem Gelernten. Was heißt Gelernte? Bruder, ein Gelernter im Islam, Bruder. Ein Hodja auf gut Deutsch. Der bringt doch auch keine Menschen um, weil es da drin steht, oder? Der bringt doch auch nicht jemanden um, weil er seinen Glauben wechselt oder weil er was nicht so macht. Nein, weil er eben auch ignoriert diese Befehle, weil es eben zu hart sind, diese Befehle. Er will damit nichts zu tun haben. Der tut seinen Kopf in den Sand. Verstehst du? Hm. Ja, Bruder, ich verstehe euch. Aber auf jeden das ändert Fall. Sich an der Tatsache, glaube, dass der Allah das verlangt. Ja. Aber seht ihr den Unterschied zwischen mir und anderen Leuten? Ich probiere euch zu verstehen. Ich beleidige euch nicht. Ja, ich sage nicht, hey du, ich bin ein respektvoller Mensch. Ich probiere das aufzunehmen, wie ihr das mir sagen wollt. Ihr wollt nichts Böses, alles schön und gut. Aber man kann alles auch ein bisschen negativ sehen, sage ich euch ganz ehrlich. Ja, weil du weißt, dass der Satan hier auf der Erde ist und versucht, die Menschen von dem wahren Weg abzubringen durch falsche Religionen. Aber in anderen Augen seid ihr die Satan, Bruder. In anderen Augen. Da muss man sehen. Da muss man gucken, wer die Wahrheit hat. Ja, kein Problem. Da muss man gucken, wer die Wahrheit hat. Oder die Wahrheit, die sollte jeder Mensch für sich selber wissen. Derjenige, der die Wahrheit hat, der hat auch den wahren Gott. Hansi, ja, das ist Ansichtssache, Bruder. Ne? Was meinst du denn nicht richtig? Ja, Bruder, ich muss Ansichtssache sagen. Die Bibel sagt, der Jesus Christus ist gekreuzigt. Der Koran sagt, Jesus Christus ist nicht gekreuzigt. Das kann doch nicht vom selben Gott sein. Bruder, ich kann der auch eine Gott sagt, Jesus ist gekreuzigt, der andere Gott sagt, Jesus ist nicht gekreuzigt. Leute, es gibt bestimmt eines auch muss falsch sein. Logisch. Ja, ja, Bruder. Es gibt bestimmt auch Leute, die gegen den Christentum sehr schön reden, die auch sehr viele Sachen in der Hand haben. Aber ich bin nicht diese Person, deshalb ich höre euch zu. Ich probiere mich da ein bisschen mitzunehmen lassen und dann schaue ich mir die Sache selber an. Ich bilde mir mein eigenes Ding, weißt du, was ich meine, Bruder? Sehr gut, ja, genau. So, ich rede euch jetzt nicht zu. Alles schön und gut. Genau, ein Wissenschaftler geht so vor. Wie bitte? Das ist ein wissenschaftlicher Geist. Ein Wissenschaftler geht genauso vor, wie du da gesagt hast. Ich nehme Pro und Contra an, höre mir das an und dann schaue ich, was da für ein Ergebnis ist. So ist das, Bruder. Neutral. Ich bin kein Ja-Sager. Das ist wissenschaftlich, ja. Ja. Ich mag es nicht, Bruder, wenn man so weitermachst, dann wärst du zur Wahrheit kommen. Ich bin eine Person, Bruder, ich bilde meine eigene Meinung, weißt du, und das ist sehr wichtig heutzutage. Ich mag es nicht auf den Zug raufzuspringen. Ja. Deshalb werde ich auch oft im Internet nicht so gern gemocht, Bruder, weil ich ein ehrlicher Mensch bin, weil ich Sachen sage, die so sind, wie ich auch denke. So wie ihr natürlich. Ihr steht doch auch zu euren Sachen und sagt so und so. Es sind 300 Zuschauer, Bruder, und die Leute sagen, okay, wir respektieren den Typen, was der sagt. Wir respektieren auch den Muslim. Ja. Dass die probieren, sich die Mitte zu finden, das ist doch respektvoll, Bruder. Das ist doch eine richtige Angehensweise. Du kannst, Bruder, du hast, voilà, du hast mich bis jetzt nicht beleidigt, du musst denn, du bist und nein, ihr seid respektvoll geblieben, habt gesagt, du schau mal das und das nach, fertig. Das, du, Bruder. Das machen wir immer. Aber nur die Muslime manchmal verstehen, also die denken, die wollen die beleidigen, wenn wir zum Beispiel den Islam kritisieren oder der Amir den Islam kritisiert. Dann Bruder, solange niemand beleidigt, ich bin respektvoll. Ja, aber die sind nicht alle wie du, ne? Nein, Bruder, aber ich das bin nicht so, Problem. Weißt du. Soll einer respektlos werden, ich bin trotzdem respektvoll, weil ich bin nicht so. Ja. Ich erwarte nicht Respekt. Du bist so wieder Christ, wieder das, was der Herr Jesus gesagt hat. Selbst ach, Bruder, hör mal auf mit diesem Christen, ich lasse mal die Religion beiseite. Wir reden von menschlicher Moral. Ja, aber trotzdem, ja, das ist ja so, wie du redest, gehörst du zu Herrn Jesus Christus und nicht zu zu Islam. Bruder, ich glaube, du tauschst mich gerade zum Christen so langsam, ja? Allah. Musti! Ja, Bruder! Musti, seh es doch ein, dass der Herr Jesus Christus das wundervollste Vorbild aller Zeiten ist. Mit Jesus Christus an deiner Seite ist es doch das Schönste, was es gibt.
Du kannst mit deinen Mitmenschen normal leben. Du bist nicht die ganze Zeit gewaltbereit und willst die Welt erobern und alles mögliche. Was ist das? Ich bin auch, du wirst guck mal, also ich bin auch, nicht ähnlich gesinnt sein, sondern himmlisch gesinnt, also geistig gesinnt. Aber Bruder, Religion und gewaltbereit sind zwei Paar Schuhe. Ich kann auch als Mensch gewaltbereit sein. Das hat nichts mit Religion zu tun. Ja, aber meine was Religion ist denn deine Religion dazu aufruft, dass du gewaltbereit sein sollst? Der Allah sagt ja in Surat Al-Baqarah, Aya 216, vorgeschrieben ist euch der Kampf, auch wenn es aber euch zuwider ist. Ja, stimmt, was du sagst, aber wenn du so sagst, wie du gerade siehst, Bruder, und so wie es steht, dann wäre die Welt nicht so, wie sie jetzt ist. Dann wäre nur Krieg und Hass. Ja, das will der Islam, das will Allah. Das weiß ich nicht, aber ich sage euch noch einmal, ich bin nicht dafür, Jungs. Ich bin kein Kriegmensch, ich lebe mein Leben nach meinem Glauben, egal wie ihr denkt oder was da steht. Ich probiere ein gerader Mensch zu sein, ich probiere niemanden zu schaden, ja. Bruder. Ja, aber du musst deinen Glauben erstmal kennen. Soll mein bester Freund von heute vom Islam zu Religion, zu dem Christentum gehen, ich wünsche ihm das Beste. Und solange du dich gut fühlst, mach was gut. Ja, sehr gut. Sehr gut. Da hast du eine christliche Einstellung. Nein, Bruder, hör mal auf. Du weißt ja, was passiert, wenn ein Moslem vom Islam abfällt. Weißt du, was für eine Strafe für auf ihn steht, auf Murtadin? Ach, Bruder, ich schwöre, guck mal, ich verspreche. Kennst du die Strafe? Ich verspreche euch, ich werde niemals in mein ganzes Leben zum Christentum gehen. So, respektiert diese Aussage. Das weißt du doch nicht. Doch, das weiß ich. Ich respektiere das, aber du weißt das noch nicht. Weil doch, das weiß ich. Weil du dich noch nicht mehr mit auseinandergesetzt hast. Ich werde mich niemals, Bruder, in diesen Dingen befassen, wenn ich eine Familie mit Islam habe. Ich werde mich niemals gegen meine Familie hinstellen. Aber das sagt ja der Herr Jesus Christus. Wer Mutter und Vater liebt und mich beiseite tut, der ist meiner nicht wert. Ich bin ein Mann mit Wort. Wenn ich etwas sage, auch wenn ich es dann nicht mehr soll, ich mache es trotzdem so. Wenn ich sage, ich werde es niemals machen, dann ist es so. Ja gut, dann hast du schon, bevor du die Sachen kennst, eine Entscheidung getroffen. Das ist nicht sehr intelligent. Bruder, ich werde mich doch nicht von heute auf morgen in einen anderen Glauben leben. Ich bin, Bruder, lass dir ein bisschen Zeit. Kein Problem, nimm dir Zeit und vergleiche. Vergleiche wie ein Wissenschaftler. Mensch, ja, ich sag's euch. Ich glaube, wenn ihr ein Produkt rausbringt, es kommt sehr gut an mit dieser Redensweise, was ihr macht. Ja, der Amir will ein Headset in so eine Box rausholen mit verschiedenen Headsets. Hey Leute, hier schreiben Leute rein, Jesus liebt dich, alles schön und gut. Wir lieben auch Jesus, wir lieben allen Gott, alles schön und gut. Wir lieben uns alle gegenseitig. Ja, aber trotzdem, also meiner Meinung nach bist du nicht weit weg von der Wahrheit. Du musst nur dich ein bisschen aufraffeln und ein bisschen studieren. Nur machen. Ach Leute, hört mal auf mit diesem Jesus und so, ja, okay, alles schön und gut, ich respektiere euch, aber ich entscheide das selber, ja? Ich entscheide das selber, was ich am Ende des Tages mache. Guck mal, wenn dieser Ex-Muslim sein Content hat, indem er Muslime... Aber verliere nicht Zeit. Bruder, die Zeit, die tickt sowieso, jede Sekunde, wir sind näher an dem Tod, das weißt du. Genau, wenn du stirbst, heute Gott bewahre, aber zum Beispiel, wenn du heute deine Augen zumachst nachts und morgens früh nicht mehr aufwachst, dann war es das, dann war alles umsonst. Dann stehst du vor dem wahren Gott auf der anderen Seite später, am Tage der Auferstehung, und dann wirst du einen kurzen Prozess bekommen und in den ewigen Feuersee geworfen. Okay, dann habe ich noch eine letzte Frage. Wieso gibt es keinen auf TikTok, der den Christentum schlecht redet? Da gibt es Hunderte. Nein, sage ich dir, aus Gottesfurcht macht es niemand. Nein, doch, da gibt es ja diese... Nein, Pusti, bitte. Samra, tausende Leute gibt es da, die dann die Bibel kritisieren. Bruder, ich schwöre, ich mache jetzt einen Livestream, ich werde genau diese Themen machen. Wallah, auf der Straße, ich habe nur Probleme. Nur die solche Redereien. Und das ist nicht mein Ziel. Einfach. Du sagst kein doch, Christ Mann, kommt und greift dich an. Das machen nur die Muslime. Bruder, ja, du wirst nur Probleme mit deinen muslimischen, mit den muslimischen Geschwistern. Die werden dir, wenn du etwas Falsches sagst. Wallah, die Christen, da brauchst du keine Angst haben. Die Christen sind friedlich, aber deine eigenen Glaubensbrüder, die können dir... Bruder, meine Brüder stehen hinter mir, egal was ist. Ja, aber die Brüder von dir, die du noch nicht kennst, aus anderen Städten. Dann sind das keine Brüder. Da siehst du auf einmal, wie der Islam plötzlich gefährlich wird für dich selber als Moslem. Da musst du rennen vor dem eigenen Islam.
Hey, Jürgen, ja, das ist das Problem. Langsam, ja. Ja, also dann waren das deine Brüder. Ja, aber wenn die eine andere Arena haben, eine andere Glaubensrichtung. Rensa, ich sag dir ehrlich, Bruder, ich mag diese Themen Politik und Religion gar nicht. Ich rede auch ungern. Aber es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, ein erwachsenes Gespräch mit euch mal zu führen. Ohne Beleidigung, ohne falsch zu verstanden werden. Jeder hat seine Ansichten gesagt. Warum kann ich denn beleidigen? Bruder, ich hab. Ich war vorgestern in einem Stream, da war das ähnliche gegen Islam. Bin ich reingekommen, habe ich ganz normal Salam Aleikum gesagt. Die haben mich rausgekickt, haben gesagt, du hast keinen Respekt. Was hat das? Guck mal, das ist mein Glaube. Du hast keinen Respekt von meinem Glauben. Ja, aber das gehört sich nicht. Nein, Bruder, sowas wird nicht. Unchristliches Verhalten. Das kann ich gar nicht glauben, dass du gesagt hast, Salamu Aleikum, und die haben dich rausgeschmissen. Wo warst du denn? Ja, Bruder, da waren auch 100 Zuschauer oder so, egal wie viele Zuschauer. Es geht nur um die Person, was da den Content macht. Ich will mich mit dieser Person austauschen, nicht egal, was die Leute im Internet denken, Bruder. Verstehst du? Ich rede, guck mal, ich bin keiner, der sagt, boah, Bruder, du hast recht und so. Nee, dies, nee, ich sag dir ehrlich, ich schau mir das an, ich befasse mich damit danach. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Zum Beispiel das mit dem Propheten und dieser Frau, was du gesagt hast. Ich werde es auch ein paar Gelernte fragen und dann die Antworten haben. Und inshallah, Bruder, wir werden noch einmal live gehen und darüber nochmal reden. Ja, aber pass auf, dass die Gelehrten dich nicht anlügen. Du musst selber aufschlagen, die Bücher. Nachher aber, Bruder, sagen die, nein, Reza, das Reza. Ist nicht da drin, das steht da nicht drin. Aber Bruder, du sagst, ein Gelernter lügen. Bruder, ein Gelernter wird niemals lügen. Das ist doch, passt doch nicht zusammen. Was hast du dagegen, wenn du selber aufschlägst? Was hast du denn dagegen, Bruder, dass du selber aufschlägst? Wir werden sehen, Bruder. Du traust dich doch selber. Ja. Musti, mach das. Musti. Ja, Bruder. Ja, du Bruder. Kannst doch nicht einfach einen Gelehrten alles so vertrauen. Stell mal vor, der lügt dich an, um dich in den Islam weiter drin zu behalten. Aber Bruder, das ist wie ein Automechaniker. Er ist doch ein gelernter Mechaniker. Ich gebe ihm doch mein Auto, damit er es repariert, weil er ist gelernter Mechaniker. Ganz einfach. Das ja, okay, er ist ein gelernter Mechaniker. Stell mal vor, du gibst dein Auto bei ihm ab, im Glauben, dass er eventuell diesen Filter ausgetauscht hat. Und dann sagt er zu dir, ja, das habe ich schon getan. Ist kein Problem, dein Auto ist gut. Und dann fährst du damit gegen die Wand, weil da irgendwas passiert ist. Das ist auch weil du ihm vertraut hast. Das heißt ja nicht nur, dass er ein Kfz-Mechaniker ist, sondern unwürdig, sagt er auch die Wahrheit, dass er es getan hat. Das ist die Frage. Ja, hast du gute Beispiel gemacht. Siehst du? Aber guck mal, wir verstehen uns doch auch trotzdem, auch wenn ich eine andere Ansicht habe. Das sind Männer, Bruder, wir reden hier mit Männern, das ist erwachsen. Ja, natürlich verstehen wir uns, Musti, ist doch gar kein Problem. Ich rede mit dir sehr gerne. Weiß, ich bin auch jemand, der zuhört und so arrogant daherkommt und so sich aufspielt und so tut, als hätte er voll die Ahnung. So wie die meisten, die hier reinkommen. Die denken Bruder, so, die haben voll die Ahnung. Was hast du denn? Ich hab gesagt, Bruder, ich kann dazu nichts sagen, weil ich habe keine Ahnung. Ja. Deshalb habe ich gesagt, du bist da in diesem Thema ein bisschen professioneller, du hast dich mehr befasst. Alles schön und gut. Ob du recht hast oder nicht, das werden wir in Zukunft erfahren, Bruder. Ja, geh auf die Suche und dann findest du heraus, ob der recht hat oder nicht. Die Zeit sagt alles, meine Bruder, das sage ich euch. Und wer weiß, vielleicht. Leute, ihr könnt doch auch nicht sagen, dass ihr für immer dumm bleibt. Vielleicht kommst du auch wieder zurück als Moslem, wer weiß. Nein, wenn jemand zum Herrn Jesus Christus kommt wahrhaftig, dann ist er wiedergeboren. Er ist eine neue Schöpfung, er ist versiegelt. Er ist errettet, er kann nicht mehr zurück in die Welt. Oder die Leute sagen, kann ein geborenes Kind wieder zurückgehen in den Schoß seiner Mutter, wenn er jetzt geboren ist? Ich bin hier, ja, Bruder, ich bin hier reingekommen, um eine Fragerunde zu starten, also auszutauschen, aber nicht, dass ich mich von dieser Religion auf diese zu befassen mache, weil die Leute sagen, komm zu Jesus und so. Wartet mal, alles schön und gut, langsam, Leute. Ja. Guck mal, einmal Christ, immer Christ. Einmal Moslem, immer Moslem. Langsam, aber mit großen Schritten. Wie bitte? Nein. Du siehst doch, dass viele Christen abfallen. Viele Christen abfallen, werden Atheisten. Oder in dem Stream sind fast nur Christen. Aber die waren nie von Neuem geboren. Ja, hier sind Christen, ja, natürlich. Weil Amir ist ja Christ. Und genau aus dem Grund sage ich, ich brauche nicht auf diese Kommentare achten, weil das sind eh Christen, Bruder, die haben dieselbe Meinung. Ich bin noch nicht in dieser Meinung, deshalb ich brauche noch Zeit. Bruder, alle Leute, wartet mal. Weil sie dich lieben. Ein Moment, an alle, die ihn lieben wollen, die das du halt zu Jesus kommst. Kommt später in einen anderen Leib, wo Muslime sind, wir machen euch auch zu Muslime, inshallah.
Genau dasselbe, ne? Nein. Nein. Ich war doch schon bei Muslimen. Da gibt es immer nur Streit. Bruder, ich habe auch nie Streit. Ich weiß nicht, ja? Ja. Aber dann, wie gesagt, wenn man dann Antworten hat auf ihre Fragen, dann auf einmal schmeißen die einen raus. Ja, ich hätte auch sagen können, er hat keinen Respekt, er redet über Muslime. So, ne, ist seine Meinung, alles schön und gut. Wenn er das so sieht, lass ihn. So, vielleicht hat er recht, alles gut. Jeder soll seine eigene Meinung bilden. Aber ich bin keiner, der mitspringt, weil die Leute sagen, ey, geh vom Islam weg, komm zum Christentum. Nee, ich bin nicht so. Ich schaue mir mal das an. Ich kann mir zwar das nicht vorstellen, ja, aber ich werde mich, ich werd mich auf jeden Fall damit befassen. Ja. Damit ich mit euch mitreden kann und sagen kann, du, da hattest du recht und da hattest du nicht recht. Sehr gut, sehr gut. Das wollen wir hören. Du sollst ein Prototyp-Mensch werden. Wie ein Tesla. Richtig Hardcore-Elektro. Bruder, ich bin ich. Egal wie ich tick oder was tue, das hat nichts mit Religion zu tun, Bruder. Verstehst du? Das geht um Menschencharakter, wie ein Mensch ist. Elektrisch aufgeladen. Ja. Alles klar. Mein Lieber, ja gut, dann haben wir uns ausgesprochen. Auf jeden Fall, hat mich auf jeden Fall gefreut, mit euch zu reden. Ja, ich auch. Nein, auf jeden Fall, du bist ein korrekter Junge, egal was du jetzt im Internet redest. Du bist ein respektvoller Mann und das ist das, was wichtig ist. Verstehst du, Bruder? Man sollte niemanden beleidigen, ja, sonst was heißen, respektvoll. Ich bedanke mich sehr herzlich, bei den Themen dabei zu sein, um uns auszutauschen haben. Danke für dein Wissen, was du mir mitgegeben hast. Ich wünsche euch beiden auch auf jeden Fall auf eurem Weg das Beste, ja? Ich dir auch, mein Bester. Ja, Gottes Segen dir. Bis bald. Ja, ja, wenigstens einer, der vernünftig darüber nachdenkt, mal zuhört und alles Mögliche. Ne? Ja. Möge der Herr Jesus sein Herz berühren. Er hat auf jeden Fall ein bisschen Input bekommen. Und jetzt muss man für ihn beten, auch die Geschwister in dem Chat, dass ihr bitte ins Gebet geht und für diesen guten Mann da betet. Ganz, ganz wichtig. Ja, wenn man sät, dann erntet man auch. Ne? Wenn man kläglich sät, wird man auch kläglich ernten. Aber wenn man großflächig sät, groß, immer fleißig sät, wird man auch viel ernten. Ne? Und deswegen sollen wir so fleißig wie möglich sein, die Zeit auskaufen und das, was der Herr Jesus durch seinen Heiligen Geist uns als Charisma, als Gabe gegeben hat, das müssen wir wirklich voll einsetzen, um so viel Licht und Salz zu sein für die Welt und die Menschen für den Herrn Jesus zu gewinnen. Nicht die Talente verstecken, ihr wisst ja, ne? Was der Herr sagt zu dem faulen Knecht, der sein Talent, den er bekommen hat vom Herrn, einfach versteckt. Ein Talent ist ja nicht nur also ein Talent, was Gabe ist, Gottes, sondern eben auch Geld zum Beispiel. Ist auch ein Talent. Das Talent ist an sich ein Geld. Der Herr sagt ja, ich gebe ihnen ja Geld und die sollen ja damit Handel treiben. Und nicht das Geld einfach so verstecken. Da sagt der Herr, hättest du wenigstens das Geld den Geldwechseln gegeben, so hätte ich es mit Zinsen zurückbekommen wenigstens. Auch wenn du selber nichts machen willst. Aber nur diese eine Sache, dass du es den Geldwechseln gibst. Dass sie wenigstens für dich das, diese Arbeit tun. Aber selbst das hast du nicht gemacht. Du böser und fauler Knecht. Ja. Und dann wird großes Weinen und Zähneknirschen sein. Bindet ihn und wirft ihn in die äußerste Finsternis. Ja. Die Wiedergeborenen werden sowieso ihre Talente einsetzen. In jeglicher Hinsicht. Nur wenn einer nicht wiedergeboren ist und sich gerade angesprochen gefühlt hat, er muss Buße tun, wiedergeboren werden und dieses kleine Talent, was Gott ihm gegeben hat, wenigstens den anderen geben, damit die damit arbeiten können. Aber, ne, aber gar nichts zu tun ist natürlich ganz übel. Ganz, ganz übel. Ja, ihr Lieben, es ist auf jeden Fall Krieg, ne? Wie der Apostel Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen
Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, die Weltherrscher der Finsternis in dieser Zeit, in den himmlischen Örtern. Also der Kampf ist wirklich auf allen Ebenen. Ne? Und die Mächte der Finsternis werden ganz bestimmt nicht zulassen, dass wir Seelen aus ihren Fängen rausholen und erretten. Ganz bestimmt nicht. Die werden alles auch in die Waagschale werfen, um das zu verhindern. Deswegen muss der Kampf wirklich auf Biegen und Brechen getragen werden, aber geistig. Auf geistiger Ebene. Nicht mit Körper, Fleisch, Kampf, Schwert, so mit dem Schwert der Wahrheit. Und mit der Bereitschaft des Evangeliums. So. Wo ist mein Bruder hin? Wo ist Abu Ezzarai hingegangen? Lass mich ausreden! Lass mich ausreden! Erster Knockout! Zweiter Knockout! Lass mich ausreden! Wie der immer macht, der Hansi, ne? Wahnsinn, ne? So, wer ist denn hier? Who wanna talk to Dr. Scher about me? Hallo? 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 Was ist das? Hat er sein Handy einfach weggelegt, ey. Der guckt SpongeBob. Wir haben es geschafft, wir sind fast gekommen. Der guckt SpongeBob, ist abgelenkt von deinem Stream, Amir. SpongeBob. Also, was ist los mit dieser Menschheit? Bitte. Ich weiß es nicht. PlayStation und SpongeBob. PlayStation und SpongeBob. Ja, SpongeBob. Wie heißt der Schwachkopf? Ja. Schwammkopf? Da hat er es schon geschafft, in die Live-Show von Abu Ezzarai und seinem Bruder Hetzman reinzukommen. Und dann hat er die Stunde der Gunst nicht genommen. Hier. Unfassbar, sowas. Nicht genutzt, genau. Gunst der Stunde nicht genutzt. Der hat billiger Angebot nicht genutzt. Wie auf Trödelmarkt. Der beste Angebot, diese Schlussminuten. Die 5 Minuten, wo Bananen 50 Cent günstiger werden. Banana, billiger, komm, mein Freund. Kaufen. Dieses hat er verpasst jetzt. Kaufen. Banana Joe.
Ja, übrigens Hallo. Auch diese Filme von Bud Spencer und Terence Hill, ne? Vier Fäuste für ein Halleluja. So heißen die Filme. Zwei ja, Höllenhunde und so weiter. Ja. Immer wieder diese Anspielung auf die Bibel, ne? Hallo? Hi. Ach so, ist ein Tausch? Gott segne dich. Ach so, gut. Okay. Das wusste ich jetzt. Danke, du musst näher kommen. Du musst näher ans Handy kommen. Warte. Ja, kein Problem, du kannst mir auch... Ist das besser? Ja, ein bisschen besser. Okay. Ich habe eine Frage, und zwar, was meint ihr, ist Judas gerettet? Nein. Okay, und warum? Weil er den Herrn Jesus Christus verraten hat. Okay. Aber das war doch vor bevor Jesus gestorben ist. Für alle Sünden. Ja. Ja, das spielt keine Rolle. Das heißt, bei der Auferstehung des Herrn war er nicht mehr dabei, sondern hatte sich schon umgebracht. Das heißt, er konnte nicht mehr Buße tun und von Neuem geboren werden. Denn die Ausgießung des Heiligen Geistes kam ja erst später, in Apostelgeschichte Kapitel 2. Da erst entstand ja die Gemeinde Jesu Christi. Davor war die Gemeinde noch nicht da. Okay. Aber ist er jetzt nicht gerettet, weil er Jesus verraten hat? Oder ist er nicht gerettet, weil er Sohn der Verdammnis heißt? Oder weil ja, er Selbstmord genau. gemacht hat? Ja, er wollte ja nicht Buße tun für das, was er getan hat vor dem Herrn. Sondern er ist ja einfach hingegangen und hat sich aufgehängt. Er hätte zurückkommen können zum Herrn Jesus Christus und bereuen müssen, dass er das getan hat. Aber weil er schon der Sohn des Verderbens ist, deswegen war schon sein Schicksal besiegelt. Aber hat Judas das nicht bereut und das hat er nicht die Münzen wiedergegeben? Nein. Ja, aber vor den Menschen. Er hat ihn ja genau, er hat ihn verraten und dann wollte er zurück. Ja, genau. Okay. Er hat es bereut vor den Menschen, dass er das getan hat, aber nicht vor dem Herrn Jesus Christus. Also ist das sozusagen ein Zusammenhang, weil er keine Vergebung mehr erbitten konnte und weil er sich umgebracht hat? Wollte. Er wollte auch nicht die Vergebung haben vor dem Herrn Jesus Christus. Okay. Alles klar, das wollte ich nur wissen. Dankeschön. Jo, alles klar. Gerne, gerne. Danke euch auch. Ciao. Ciao. Kollegin, die ruft jetzt auch nochmal deinen Chef an. Ja, nee, ist okay. Ich hab's gesehen, Mann. Ja, doch. Alles klar. Ja. Geht so? Kannst du das von an? Sicher nur 63 Kilo. Kann man schieben. Hallo. Wahnsinn, wir haben schon die 200.000 voll. Wahnsinn. Dankeschön an alle, die geliked haben. Dankeschön an alle, die geteilt haben. Dankeschön an alle, die irgendwie Geschenke da reingemacht haben. Möge der Jesus Christus euch segnen und euch behüten und beschützen, eure Familien. Dass ihr immer, immer vom Herrn gesegnet werdet, ne? Egal, was in eurem Leben so alles geschieht. Deswegen ja, nutze ich jetzt nochmal. Hi, mein Lieber, ich nutze nochmal die Gunst der Stunde und bete nochmal für uns alle, ja? Hörst du mich? Hört ihr mich? Ja, ja. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich bete zu dir, Herr, und möchte dir als allererstes sagen, wie sehr ich dich liebe, Herr. Wie sehr ich dir dankbar bin, Herr Jesus Christus, dass du ja das auf dich genommen hast, was wir verdient hätten, Herr Jesus Christus. Du bist das Schönste, was uns jemals passiert ist, Herr, und das wollen wir auch zum Ausdruck bringen, Herr Jesus, und der Welt zeigen, wie sehr wir dich auch lieben, Herr. Mit all unseren Schwächen und Fehlern, die wir in unserem Leben begangen haben und noch begehen werden, Herr Jesus Christus,
Ich danke dir vom ganzen Herzen, dass du gekommen bist, um uns das Gegenteil von Religionen zu zeigen, ja. Du hast uns gezeigt, was Liebe, was überhaupt Liebe bedeutet, ja. Dass du deine Göttlichkeit aufgegeben hast, um als ein menschliches Wesen hier auf diese Erde zu kommen und für uns zu leiden, Herr. Hab Dank, Herr, dass du so ein wunderbarer Gott bist, so ein starker Gott, Herr Jesus, der wahre Held, Herr, den man anbeten sollte, Herr Jesus Christus. Und danke auch, dass wir dich erkannt haben, Herr, dass du wahrhaftig der wahrhaftige Gott und das ewige Leben bist, Herr Jesus Christus. Durchweg der Geschichte, durchweg der Bibel sehen wir auch, dass du stets behauptest, das selbst Gott zu sein, Herr. Und wir beten dich an, Herr, und geben somit auch Gott, dem Vater, die Ehre, Herr Jesus Christus. Du bist der Herr der Herren und König der Könige und Gott der Götter, Herr Jesus Christus. Du bist unser Ein und Alles, Herr, und dir zu dienen ist eine Ehre für uns, Herr, und sollte auch für jeden einzelnen Menschen eine Ehre sein, Herr. Bitte habe Gnade auch an den Muslimen und bitte hilf ihnen, wirklich zu dir zu finden, Herr. Vergib ihnen ihre Übertretungen, Herr Jesus Christus, und ihre Beleidigungen, Herr. Lass sie sehen, dass der Islam nicht die Wahrheit ist, Herr Jesus. Dass sie in dir die Wahrheit erkennen und dass die Wahrheit dich frei macht, Herr. Dass du ihnen die Augen öffnest, Herr, weil nur du allein kannst ihnen die Augen öffnen, mein Herr und mein Gott. Und darum bitte ich dich in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Ja, Amir, ich wollte mir noch Hasanat holen von deinem Bruder. Hasanat von meinem Bruder holen? Ja. Ja, warte, mein Bruder, der kommt wieder. Ja, ich wollte ja noch sagen, die sagen ja immer, die können ja, man kann den Koran auf Arabisch, dann sollte ich auch Arabisch lernen eigentlich. Ja, eigentlich schon. Ne? Guck mal, wie verrückt sich diese Aussage anhört, wenn man sagt, ja, du musst den Koran nur auf Arabisch, du kannst den Koran nur auf Arabisch verstehen. Ja, soll ich jetzt eine Sprache erlernen, um Gottes Wort zu verstehen oder was? Oder kann ich auch den Übersetzungen vertrauen, um gerettet zu werden? Das ist ja Wahnsinn, Mann. Das ist komisch, weil die meisten Muslime sind ja gar keine Araber. Da müssten die aus dem Islam raus. So sieht's aus. Also sind die alle irregeleitet oder was? Weil die kein Arabisch verstehen. Die sind keine Muslime mehr. Insofern können die auch keine richtigen Muslime sein, weil die alle kein Arabisch können. Ja, es ist Wahnsinn, ist das, Mann. Wenn man sich darüber so Gedanken macht, das ist nicht normal. Kein Problem, ich kann dir ja auch Arabisch beibringen. Ich kann Arabisch. Arabisch sprichst du auch? Ja, ich kann Arabisch. Ana bihki Arabi. Aus welcher Region bist du denn, wenn ich fragen darf? Meine Eltern kommen ursprünglich, mein Vater kommt ursprünglich aus Syrien. Ein Kurde aus Syrien, da gibt es ja auch Kurden. Die sprechen Arabisch. Zwangsweise. Und meine Mutter kommt aus der Türkei. Ah. Aber mein Vater hat noch Verwandte im Irak und im Iran auch noch. Ah, okay, Hammer. Schön. Und du sprichst drei Sprachen, Kurdisch, Arabisch und Türkisch? Nein, Kurdisch ist bei mir schlecht. Bei mir ist Kurdisch schlecht. Ich kann besser Arabisch. Sprichst du denn Kurmanji? Ja, meine Eltern sprechen Kurmanji. Kurmanji, okay. Ja. Richtung Iran spricht man ja eine andere Dialekt, Sorani. Sorani, genau, sehr viele sprechen Sorani in Iran. Ja. Aber in der Türkei und in Syrien sprechen sie Kurmanji. Kurmanji. Und im Irak auch ein bisschen. Ja, du siehst ja, dass die Perser und Kurden sehr nah aneinander, ja so voll nah aneinander sind, ne? Die Iraner und Kurden. Ja, wir sprechen fast die gleiche Sprache und irgendwie verstehen eigentlich. Ja, nicht nur das, sondern man erkennt auch zum Beispiel, man kann so fast gar nicht mehr unterscheiden zwischen Iraner und Kurden, weil sie alle so voll dieselben Gesichtszüge haben und alles mögliche. Ja, und die vermischen auch die Sprachen zusammen, die vermischen manchmal. Ja. Beispiel Kurden aus wenn dem Iran. Wenn ich genau einem Kurden zuhöre, wie er redet, dann verstehe ich sehr vieles so, ne? Ja, das gilt auch für die Afghanen auch noch. Ja. Ja, einige Afghanen verstehen das auch. Da gibt es ja auch eine andere Gruppe, die Beluschen in Iran, die kennst du wahrscheinlich. Ja, aus Baluchistan, ja. Ja, die sprechen eine ähnliche Sprache wie die Kurden. Sehr ähnlich. Das Wichtigste sind die Sprachen, das Wichtigste ist der Jesus Christus und dass wir eine Entscheidung für ihn getroffen haben. In letzter Zeit kommen auch sehr viele Kurden auch zum Glauben, das ist heftig, das ist Hammer. In meiner Gemeinde sind gerade sehr viele Ex-Muslime aus dem Iran und Kurden genauso.
Und noch ein paar Ägypter waren auch gut dabei. Aber. Ja, die sind fast alle Ex-Muslime. Was hast du denn für eine Frage für Abu Hetzerei? Wie können wir denn in Hetzerei dir helfen, weiterhelfen? In der Hetzeria. Wie hätten Sie denn gerne Ihre Hitzer? Ihre Hitzer? Ja. Bestellt Leute eure Hitzen, ne? Es wird heiß geliefert. Die Hitzer. Oh, ja. Die Hitzen werden live heiß geliefert bei der Hitzeria. Ja. Ich will auch das machen, einfach mal hetzen. Du wolltest bei uns studieren, in Hetzologie willst du studieren? Ja. Ja, aber dazu brauchst du sehr, sehr lange. Du musst erstmal durch verschiedene Etappen durchlaufen. Du musst die Titel aneignen und dann irgendwann mal kommst du an die Stunde. Ja, genau. Du musst erst Hetzitur schaffen. 13 Jahre Hetzitur schaffen und dann Studium. Studium bei Kufr Pur. Bei Kufr Pur. Bei Kufr Pur, genau. Bald werde ich gesehen, da kommt mein T-Shirt. Kufr Pur. Ja, musst du mal machen. Ich würde es kaufen, ja. Auch sogar. Ich weiß, ihr müsst mich supporten. Ja. Ja, das ist unglaublich. Viele Kurden verlassen gerade den Islam. Das ist gerade sehr viel. Es gibt sogar im Libanon, meine Eltern sind ja im Libanon geboren. Meine Eltern. Die sind ursprünglich aus der Türkei, meine Großeltern. Und meine Eltern sind da im Libanon geboren. Da sind sehr viele Kurden raus aus dem Islam. Da gibt es sogar eine ganze Gemeinde voller Ex-Muslimen, die auch Kurden sind. Ja, es scheint so, dass der Herr Jesus noch ein letztes Mal, bevor die Entrückung kommt, noch mobilisiert, so viel wie es geht. Der schickt dann halt seine ganzen Leute dann ins Rennen jetzt und die geben Gas. Und dementsprechend kommt es auch zu einer kleinen Erweckung, eine letzte Erweckung vor der Entrückung. Damit noch so viele wie möglich eben errettet werden und entrückt werden. Ich merke das ja auch. Ich weiß, da läuft vieles komisch gerade. Auch in Deutschland und so. Überall. Ja, du kennst ja diese vier Weltreiche in Daniel 7, ja? Mit den Medo-Persern, Babyloniern und so, kennst du ja, ne? Noch nicht, finde ich nicht so gebissen. Ah, okay. Ja, die vier Weltreiche, ja? Das Babylonische, das Medo-Persische, das Griechische und das Römische Weltreich. Ah, jetzt verstehe ich dich, und, ja, die Persachen, ja. Genau, und das heißt dann nicht das persische Weltreich, sondern das Medo-Persische. Und die Meder sind die Kurden. Also es gibt eine sehr, sehr enge Verwurzelung mit den Persern und den Kurden. Schon seit eh und je. Deswegen heißt das Medo-Persien. Das Wort Gottes sagt nicht nur einfach Perser, sondern Medo-Perser, Kurden-Perser. Ja. Ja. Mit dem König Kurus. Wir Kurden werden ja bezeichnet als Ding, als Kinder von Djinns und im Islam. Ja, genau. Ja, ja. Das ist ja richtig, richtiges, ich würde mal sagen, das ist Rassismus eigentlich. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Was meinst du, wie der Islam die Kurden so ansieht, ne, als die Feinde des Islams? Das ist unglaublich. Ja. Die Kurden werden ja auch verfolgt im Iran und im Syrien wurden sie auch verfolgt. Ja, der Herr erlaubt das, ne? Dieses Elend, dass das über die Menschen kommt, damit sie eben zu Gott kommen. Damit sie loslassen von dieser Erde, von dieser Welt und sich zu Gott bekehren. Damit es ihnen so schlecht geht, dass sie bereit sind, wirklich von der Welt loszulassen und zu Gott zu kommen. Weil wenn es den Menschen gut geht, dann klammert er sich an der Welt fest. Stimmt auch, ja. Ja, da hat er Spaß an dieser Welt und wir wissen, diese Welt ist vergänglich. Und wenn der Mensch an dieser vergänglichen Welt festhält, dann wird er verloren gehen irgendwann mal. Und weil Gott das weiß, macht er sozusagen den Menschen Hilfestellung leisten, damit eben die Leid erfahren, der Herr lässt Leid zu, damit sie eben leichter es haben, von der Welt loszulassen.
Aber bin auch Leute, der Meinung. Die kommen auch in der schlimmsten Not nicht zum Herrn. Also es ist unglaublich. Ich bin auch der Meinung. Die suchen nicht nach Gott. Ja. Ich bin genauso dieser Meinung. Die Kurden müssten ja leiden, damit sie erstmal rauskommen aus dem Islam. Ja. Die müssten Leid erfahren Islam durch den wahren Islam, durch zum Beispiel, was sie denn getan haben, den Kurden jetzt letzte Jahre hast du mitbekommen, ne? Und dann haben die erst erfahren, was der Islam ist. Und ja, dann sind die jetzt in der Hinsicht aufgeklärt. Also viele, aber nicht alle jetzt, aber sind viele aufgeklärt. Ja, der islamische Regime in Iran hat aber ja ganz viele Kurden getötet. Ja, ich weiß. Nicht nur die Kurden. Er ist auch nicht symbolisch mit seinem eigenen Volk. Sein Volk ist er seit 2000 Jahren unter Beschuss, das Judentum. Egal in welchem Land sie sich niederlassen, sie werden verfolgt, getötet, misshandelt. Richtig? Der Herr macht auch keinen Halt vor seinem eigenen Volk. Weil er möchte, dass die Leute zu ihm kommen. Und dazu benutzt er eben Leid. Leid. Damit der Mensch loslässt. Ja, die Menschen sollten das ja auch. Das ist eben in Europa. Ja. Menschen in Europa sind ja eigentlich in großer Gefahr. Gerade deswegen haben wir so viele Atheisten hier, weil es den Menschen sehr gut geht hier. Deswegen suchen sie nicht nach Gott. Genau, aber ich glaube, das hat auch damit zu tun mit der katholischen Kirche und der evangelischen und so. Mit der Ehelehre von denen. Ja, klar, die sind natürlich auch noch mit Schuld. Aber das Problem ist, der Mensch, wenn er Wohlstand hat, wenn es ihm gut geht, dann will er das ausnutzen und Spaß haben. Und sucht genau, nicht nach er wird faul. Genau, die werden faul. Deswegen nimmt er ihm den Spaß weg. Ne, auf seinem eigenen Volk. Deswegen sind auch die Juden ständig unter Verfolgung seit 2000 Jahren, egal wo sie sich niederlassen. Und deswegen sollten sie sich ja fragen, warum sind wir unter ständiger Verfolgung seit 2000 Jahren? Warum? Was haben wir vor 2000 Jahren gemacht, dass Gott mit uns so zornig ist? Die haben Jesus verleugnet, würde man sagen. Gekreuzigt, ja. Die haben ihren eigenen Messias verworfen, den eigenen Gott. Ja. Das sind nicht nur Messias verworfen, die Juden. Die Juden haben ihren eigenen Gott verworfen. Ja, die wollten zwar nicht wissen, dass Jesus ist Gott. Ja. So wie in 1. Buch Samuel. Denn das Volk Israel gesagt hat, wir wollen Saul als unser König. Und dann sagt der Herr zu Samuel, dieses Volk, die möchte nicht, dass ich König bin über sie. Genau. Da spricht der Herr Jesus. Da spricht der Herr Jesus zu Samuel als Gott. Der Herr Jesus sagt, guck mal, dieses Volk will mich als König nicht haben. Da kann man halt nichts machen. Die sind halt... Aber die werden sich ja bekehren, am Ende der Zeit, ja. Am Ende, die haben ja diese Verheißung, ne, mit dem tausendjährigen Friedensreich aus Jesaja Kapitel 11. Das hat Gott ihnen versprochen und der Herr wird seine Versprechen halten, auch wenn die erstmal die nächste Zeit in der Apokalypse durch die schlimmsten Drangsalzeit der Weltgeschichte gehen und dann werden sie sich bekehren. Weil Gott so dermaßen das Leid über dieses Volk, über Israel vergrößern wird in der Apokalypse, dass sie dann schreien zum Herrn. Und dann wird der Herr das Geschrei hören und antworten Zacharia 13,8 und wird sie retten. Aber das ist Zukunftsmusik. Erst muss der Tempel gebaut werden, der Antichrist kommt, der Antichrist muss sich in den Tempel setzen, sich zu Gott machen. Die 70. Jahrwoche Daniels beginnt. Die zweite Hälfte des 70. Jahrwoche Daniels mit den Weltkriegen. Israel wird ein großer Hauptschauplatz sein in diesem Weltkrieg. Dann der Angriff des Königs des Nordens, König des Südens, Daniel 11, beginnt. Die islamische Achse, der Assyrer, der Verwüster. Der Totalangriff auf Israel seitens der Muslime, das wird ja alles noch kommen. Aber da ist die Gemeinde schon längst im Himmel. Die Entrückung hat schon längst stattgefunden. Die Braut Christi. Man erkennt das ja auch. Man erkennt das ja auch in den Hollywood-Filmen. Ja, genau. Die wissen ja Bescheid. Genau, der Satan kennt. Ja, der Satan und seine Leute wissen Bescheid, was kommen wird. Weil die eben die Bibel kennen. Beispiel Matrix, da gibt es ja noch
In Matrix gibt es ja diese eine Frau, die heißt ja Trinität. Ja, kennst du meine Matrix-Entschlüsselung? Ja, ich hab's zuerst angeguckt. Ich hab euch zuerst auf YouTube gesehen. Ja. Ah, hast du gesehen, ja, die drei Teile Matrix, was ich entschlüsselt habe? Ja, habe ich so angeguckt und da habe ich alles verstanden, was da los ist. Ah, okay. Ja, genau. Im dritten Teil geht es ja um Zion, um Israel, der Kampf. Und um die Errettung Israel durch Neo, durch Jesus Christus. Ja, die stellen immer einen anderen hin und stellen ihn als Jesus. Ja, genau. Die stellen jemanden immer anstelle des Herrn Jesus Christus. Zum Beispiel Keanu Reeves war mit in Matrix eben der Erlöser von Zion, also von Israel. Das ist der Herr Jesus Christus. Am Ende wird er gekreuzigt. Ne, Keanu Reeves wird er gekreuzigt und stirbt. Und dann sagt es, im Film heißt es auf einmal, es ist vollbracht. Ja, genau das letzte Wort, was der Herr Jesus ausgesprochen hat. Es ist vollbracht. Ich habe ja auch gemerkt, der Papst wird irgendwie mehr verehrt als Jesus. Ja. Das ist komisch. Eigentlich sollten sie zu Jesus kommen. Ja. Ja, das ist dann wiederum, was wir immer wieder ansprechen, die katholische Kirche, die eben einen Anschein von Frömmigkeit hat, aber leider dem Feind dient und die Menschen um ihre Errettung, um ihre Wiedergeburt. Ich habe ja auch ein Bild gesehen vom Papst, wo er diese Fingerzeichen macht, diese Connuto-Ding macht. Ja. Das ist ja das nur ist eins komisch. Von Tausenden. Aber alleine, wenn wir in der Lehre bleiben, die Katholiken wissen ja gar nicht, was Wiedergeburt ist. Das wissen die ja gar nicht. Die denken, wenn man als Baby so Wasser auf den Kopf geschmissen bekommen hat, dass man errettet ist. Nee, daran glaube ich auch nicht, weil ein Baby kann auch nicht glauben. Ja, aber das ist die Lehre von denen. Ja, das machen auch genau, die genau das machen ja auch die Orthodoxen, machen es auch. Ja. Leider. Deswegen müssen wir denen halt auf die Sprünge helfen, dass die wiedergeboren werden und den Heiligen Geist empfangen und errettet werden, dass sie zum Herrn Jesus kommen. Wahrhaftig sich bekehren. Ich hatte ja auch solche Freunde. Ich hatte ja auch solche Freunde, aber ich habe bei solchen Freunden, ich hatte Freunde, die waren Christen. Ich habe aber immer gemerkt, die haben irgendwie Blödsinn gemacht, das nicht mit Jesus zu tun hatte. Beispiel hatte ich ein christliches Mädchen, die hat ja das Kreuz extra umgedreht immer. Eine Katholikin. Ja, ich hab sofort gemerkt, die ist gar nicht christlich. Ja, wenn die sowas macht, ne, dann ist das schon heftig. Vom Freund habe ich ja damals gehört, sie soll jetzt Satanistin sein. Ja, abgefallen. Ja, klar, weil der Katholizismus kann dich nicht bewahren. Und das ist leider sehr schlimm. Ja. Aber da muss man ihnen helfen, ne? Also ja, wenn man auch denen das Wort Gottes verkündet, aus der Bibel vorliest und so, dann werden die überführt. Klar, wenn die schon ihr Herz verhärtet haben, dann geht's nicht. Aber der eine oder die eine andere wird sich zum Herrn bekehren. Ja, aber da gibt's ja manche, die sind sehr tief drin in diesem Satanismus. Ich glaube nicht, dass man die zurückholen kann. Ja, das wissen wir nicht. Wir müssen alles in die Waagschale werfen und schauen, wer es annimmt. Es ist schwer, aber nicht unmöglich. Ja. Mit dem Herrn beten vorher und dann geht es immer. Was ist denn mit deiner Familie? Meine Familie ist noch Nein, meine Familie ist noch muslimisch, aber es gibt auch Familienteile von mir, die leben im Libanon. Ja. Die sind raus aus dem Islam. Und dann in Syrien auch. Ah, okay. Okay. Aber deine Vater, Mutter und so weiter, hast du noch Geschwister? Ja, aber ich glaube, es gibt einige von meinen Geschwistern, die glauben nicht so sehr an den Islam. Ich glaube, sogar einer meiner Brüder sind sogar der ist, glaube ich, Atheist. Und mein Vater tut immer die Imame verfluchen, immer, der beleidigt sie. Warum? Ja, der macht das. Weiß ich nicht, mein Vater ist halt nicht so richtig, der ist glaube ich schon raus aus dem Islam, weil mein Vater trinkt auch noch Alkohol. Okay, ja. Nur meine Mutter ist noch gläubig. Die betet noch.
Aber sie hat letzten Ramadan auch nicht gefastet. Es ist so Tradition, mehr Tradition anstatt Religion, ne? Ja, ich glaube mehr vom Namen Muslime, nur vom Namen her, nicht praktisch. Ja, ja. Nicht praktisch. Ja, so ist es. Aber so geht es allen Kurden. Meisten. Ja, bei den Kurden ja. Ist es gerade überall so. Einfach nur namentlich Muslime. Aber ich glaube, die meisten Kurden sind raus aus dem Islam. Ja, das sowieso. Es gibt auch halt diese eigene Religion der Kurden, ne? Diese alte Religion. Ja, die Jesiden und ja, aber... Die Jesiden, ja, genau. Ja. Aber es gibt auch Zarathustra-Anhänger. Es gibt auch Anhänger von Zarathustra. Ja. Der Ton ist weg. Er ist wieder irgendwo unterwegs in Hetzland. Der Ton war gerade weg. Hört er mich? Ich höre dich, ja, aber ich denke, er hört dich nicht. Oh, okay. Es gibt auch Anhänger von Zarathustra bei den Kurden. Ah, da ist mein Bruder wieder. Ja, genau. Ist der Ton war weg. So viele Sachen auf die Beine gestellt. So viele verschiedene Glaubensrichtungen und politische Weltanschauungen. Dass der Mensch so verwirrt ist von diesem Milieu. Alleine in Indien gibt es tausende Religionen, nur in Indien. Ich weiß. Das ist unglaublich. Und der aber Mensch das ist kann ja, nicht ja. durch diese Dickicht sehen. Total gefangen in diesen verschiedenen Glaubensrichtungen, die der Satan halt erschaffen hat, um dich abzulenken vom Herrn Jesus. Ja, die Inder sind auch ich glaube, bei denen ist auch schwer, dass sie zum Jesus kommen. Ja, da gibt es bestimmt Evangelisten in Indien, die eben auch ihr Werk tun, aber es ist gefährlich in Indien. Die Hindus und die Sikhs vor allen Dingen sind gewaltbereit. Ne? Ja, habe ich gemerkt. Die töten immer wieder Evangelisten in Indien, ja, leider. Die schlagen sich gerade die Köpfe ein, die und die Muslime. In Indien. Ja, beide tun sich nicht viel da. Ne? Die Sikhs sind genauso gewaltbereit. Die Muslime sind halt so, die wollen alles haben. Die wollen nicht ein Teil sein, die wollen alles haben. So weiß ich's. Ja, die müssten natürlich da, wo sie sind, eben dem Islam zum Sieg verhelfen und Allahs Gesetze da etablieren. Ne? Genau. Wenn sie es richtig machen wollen, ja. Aber die meisten Muslime in Europa sind ja auch nur mehr oder weniger Namensmuslime, die haben ja auch mit dem Islam zu tun. Genau, ich kenne sehr viele Muslime, die haben nichts mit dem Islam zu tun. Ich habe noch Kontakt mit Muslimen und die sind nicht richtig muslimisch. Ja. Ich habe die früher mal aufgeklärt. Was sie nicht wissen, ist, dass der Satan für sie eine ja. Ja. Dass der Satan eben für die was vorbereitet hat hier in Europa, in dem Westen. Und sie denken, sie kommen hier in den Haus und rausleben und den Europa so zu islamisieren. Sie denken, die werden hier hinkommen und Europa übernehmen und islamisch machen. Aber dabei verstehen sie nicht, dass sie eigentlich Opfer sein werden demnächst, wenn hier Europa zu einer Diktatur wird und der Satan mit seinem Diktator hier in Europa die Muslime ein Mahlzeichen geben wird an ihre rechte Hand und sie zu was kürzen. Was hat Offenbarung 6? Ja, Offenbarung 6 oder was redest du? Der Sphingen? Nein, das ist Offenbarung 13. Aber Offenbarung 13. Das Tier aus dem Meer, ja, dieser Diktator, der eben der Führer dieser kommenden Diktatur, die Muslime zu Götzendienst zwingen. Und wer das Mahlzeichen nicht annehmen will und es werden bestimmt ein paar Muslime das nicht annehmen wollen. In Offenbarung Kapitel 14 steht da, dass die dann enthauptet werden. Die werden eingesammelt und weggebracht. Es wird zu einer totalen Diktatur kommen mit Götzendienst. Da wird eben der Gott der Festungen angebetet. Das ist eben der höchste Gott der Römer, ist Jupiter. Das heißt, es wird zu einem riesen Götzendienst in Europa kommen. Einer diktatorischen. Dass wenn du diesen Gott nicht anbetest, dass du getötet wirst. Weil das Mahlzeichen ist in direkter Verbindung mit der Anbetung von Jupiter.
Jupiter, der höchste römische Gottvater, ist ja das Äquivalent zu dem griechischen Zeus. Das ist wie der Satan, ja? Der sich verehren und anbeten lässt. Vor allen Dingen bald hier in Europa mit der Diktatur. Dass die Menschen, die den Satan nicht anbeten wollen, Jupiter, dass die dann halt getötet werden. Verfolgt und getötet werden. Deswegen wird es auch in Europa viele Christenverfolgungen geben, die das Mahlzeichen nicht annehmen werden mit den 666 und dann werden die verfolgt und getötet werden. Aber die sind errettet. Ja. Die gehören zwar nicht zum Braut Christi, aber die sind errettet. Genau, das kenne ich ja aus Norwegen. Da haben sie ja schon ihre Hände gechippt. Schweden ist sehr, sehr. Schweden, oder? Ja, Schweden, ja, genau. 10.000 ja. Haben das schon. Und fahren da mit U-Bahn, bezahlen schon. Also, Schweden ist ganz, ganz vorne. Schweden hat fast kein Bargeld mehr. Ja, da ich glaube, keiner mehr Bargeld an in Schweden. Fast nur noch mit der Karte. Und jetzt 10.000 haben schon den Chip. Also, es wird nicht mehr lange dauern. Umso näher ist die Entrückung. Ja, umso näher muss die Entrückung sein, weil die Braut Christi wird ja bewahrt vor dem Mahlzeichen des Tieres. Weil die Apokalypse ist ein Zorngericht Gottes für die, die eben die Wahrheit nicht angenommen haben. Ne? Antichrist 2. Thessalonicher 2 ist ja das Gericht Gottes über die verlorene Welt, die die Wahrheit eben nicht angenommen haben. Wir, die die Wahrheit angenommen haben, wir werden bewahrt werden. Die gehen alle den breiten Weg. Ja. Die Entrückung kennst du ja, ne? Ja. Der breite Weg führt dazu der Hölle. Das Schmale wird dann zu Jesus führen. Liege ich da richtig? Ja, absolut. So, Sekunde. Okay, ich lasse euch mal den nächsten hochholen. Ich werde dann gehen. Wie du möchtest, mein Lieber. Gott segne euch. Gott segne euch. Okay, ciao.